PlayStation All-Stars Battle Royale. Hallo und herzlich willkommen zu dem Spiel, was der Ansager hier gerade schon gesagt hat und angesagt hat. Das ist nämlich PlayStation All-Stars Battle Royale. Ich drücke mal die Starttaste und wir werden das Ganze hier uns mal anschauen. Ich will euch das Spiel hier in meiner 1-Plus-Reihe vorstellen, weil es das jetzt im September 2014 kostenlos für PlayStation Plus-Mitglieder gibt. Und ja, ich will einfach mal reinschauen. Ist halt ein Spiel nach dem Motto volles Pfund aufs Maul. Also ein Prügler, in dem wir bekannte Videospielcharaktere spielen können, wie zum Beispiel Nathan Drake, Ratchet und Clank, Kratos, Little Sister, Big Daddy, hast du nicht gesehen. Also alles ganz süß gemacht hier. Und für Oma nehme ich das natürlich gerne. Kaufen wollte ich mir das irgendwie nie. Aber jetzt mal schauen, wie das eigentlich so läuft. Ich würde sagen, wir machen mal das Tutorial, damit wir auch sehen, was wir hier so tun können und wie man springt und was weiß ich, keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Ich werde mal sagen, ja. Och, wie süß. Tutorial einfach. Na gut, ich glaube, das kriege ich hin. Hoffe ich zumindest. Thema 1. Bewegung. Bewege deinen Charakter mit L oder den Richtungstasten durch den Level. Zum Starten X drücken. Ui, ich hab's geschafft. Drücke zum Springen X und in der Luft nochmal X für einen Doppelsprung. Springe mit X in die markierten Bereiche. Okay, der Doppelsprung ist ein bisschen trickier. What? Ja, jetzt geht's. Läuft! Grundangriffe können mit Viereck und Dreieck oder Kreis, also den drei oberen sozusagen, ausgeführt werden. Also, greife den Gegner dreimal mit Viereck an. Genau. Dreieck ist so wahrscheinlich ein schwerer Angriff. Ups. Okay, ja, das ist ein schwerer Angriff. Und Kreis. Ah, so ein Fernangriff mehr oder weniger. Führe einen einzigartigen Angriff aus, indem du eine Richtung gedrückt hältst und Viereck, Dreieck oder Kreis drückst. Greife den Gegner mit, nach oben. Richtungsangriffe muss ich dann dazu. Kann ich auch das Digi-Kreuz nehmen. Schlonk. Und nochmal nach unten. Geht auch. Das gibt einen tiefen Angriff. So. Und nochmal normal. Okay. Springe mit X und greife den Gegner aus der Luft mit Viereck an. Boom, Baby. Das ist klar. Du hältst AP für erfolgreiche Angriffe auf Gegner. Verwende AP für Superangriffe, um deine Gegner endgültig auszuschalten. Greife den Gegner an, um deine AP-Anzeige aufzufüllen. Level 1. Upsi, jetzt habe ich es weggedrückt. R2. Huhu! Abhängig davon, wie viele AP du hast, kannst du Superangriffe der Stufen 1, 2 oder 3 ausführen. Je höher die Stufe, desto verheerender ist der Angriff. Das ist logisch. Level 1! Hier werde ich einheizen! Okay, führe mit R2 einen Stufe 2 Superangriff auf. Warte, bis der Gegner aufhört zu blinken, um anzugreifen. Au, that hurt. Level 1! Level 2! Okay, ich bin jetzt Level 3. Ach, du ahnst es nicht. Blocke Angriffe, um nicht handlungsunfähig zu werden. Superangriffe und Würfe können nicht geblockt werden.
L1 ist blocken. Okay. Ach, wie süß mit seinem Skateboard. Na komm, komm, komm. Ach so, der wird sogar oben angezeigt, wann er angreift. Mit Würfen kannst du einen blockenden oder ausweichenden Gegner angreifen. Wirf den Gegner nach vorn, indem du R in seine Richtung neigst. Okay. This is very interesting. Wirf den Gegner nach vorn, indem du R nach oben neigst. That hurt. Und R nach unten. Voll auf die Nüsse. Durch Ausweichen kannst du die meisten Angriffe, auch Superangriffe, umgehen. Weiche aus, indem du L1 gedrückt hältst und oder Dingens dreimal drückst. Hä? Was ist das denn für Müll? Ah, okay, einfach das Beste ist L1 gedrückt halten und dann einfach mit L ausweichen. In der Luft kannst du den meisten Angriffen, auch Superangriffen, ausweichen. Weiche in der Luft dreimal aus, indem du mit X springst und L1 drückst. Okay. Objekte bringen Sonderboni oder eine begrenzte Anzahl Spezialangriffe. Das macht mich Hebe ein Objekt auf, indem du darüber stehst und L1 drückst. Hallo? Das war L1. Ach du Scheiße. Huhuhu. Drücke L1, um ein Objekt fallen zu lassen. Nice. Spieler verdienen AP-Kugeln, wenn sie bestimmte Angriffe erleiden. Hebe sie auf, um AP zu sammeln. Machen wir ja auch schon die ganze Zeit. Zerstöre die Kiste und sammle neue AP-Kugeln. Merp. Got it. Sieg. Sieg! Super! Ich bin begeistert! Okay. Es gibt das Solo-Spiel. Lerne das Spiel und spiele die Story jedes Charakters. Gibt es ein Turnier, spiele Wettkampfspiele gegen die ganze Welt. Versus-Spiel, spiele mit Freunden oder der KI. Dann können wir noch ein bisschen hier was anpassen. Profil, Charaktere, Ziele. Die Optionen haben wir hier noch. Das können wir ja alles so lassen. Ach, die Untertitel könnte ich mal vielleicht einstellen. Man weiß es ja nie, was hier so passiert. Und, naja, Shop. Ingame-Shop ist klar. Neue Charaktere, Kostüme und mehr kaufen. Und Extras. Sieh dir Charakterbeschreibungen an und Mitwirkende. Charakterbios. Okay, da kann man schon mal sehen, wer alles mitmacht. Wer ist das eigentlich? Parappa the Rapper. Mhm. Die Fat Princess, Twisted Metal. Killzone, Uncharted, Ratchet & Clank, Sly Raccoon, Ape Escape, Infamous, Jack & Dexter, Infamous, ja, Medieval, Sir Daniel, Toro, Devil May Cry haben wir, Bioshock, oh, Nariko, Heavenly Sword, ja, auch so ein Spiel, das mich aber in der Mitte irgendwie total angenervt hat, Tekken, Little Big Planet, Metal Gear natürlich, Gravity Rush, Starhawk, Dead Space, God of War. Ach, der, was war das? Wäre der Zeus, ne? Genau, das ist der Zeus. Und das waren sie eigentlich auch schon. Ich glaube, man kann noch mehrere Leute kaufen, dann auch im Shop. Neue Charaktere, neue Kostüme. Ich guck mir mal das Solo-Spiel an. Einfach mal den Arcade-Modus. Gucken wir einfach mal, was Kratos so drauf hat. Zeig, wozu du fähig bist. Held, Legende, Schwierigkeit. Ich nehme mal die mittlere Schwierigkeit. Ich bin zwar total schlecht in solchen Prügelspielen, aber mal schauen. Die ganze Stadt, vernichtet von einem von Neid auf seinen eigenen Sohn. Rasenden Gott. Jetzt sitzen sie auf ihren bröckelnden Thronen und wagen, über ihre ehemalige Marionette zu urteilen. Während unten die Titanen, die ich rief, auf mich warten. Bereit, den Olymp zu überrennen und die Fehler der Vergangenheit zu korrigieren. Doch wenn ich eine so mächtige Armee wie die Titanen führen will, muss ich mich würdig erweisen. Da sind noch jene, die sich Helden nennen.
Man spricht sogar von einem, der sich für einen Gott hält und alle herausfordert, die es mit ihm aufnehmen. Hört meine Worte, Sterbliche. Seid auf der Hut. Hütet euch vor dem Geist Spartas. Okay, Kratos gegen Nathan Drake. 3 Minuten, Objekte sind aus, Hindernisse sind ein. Okay, Hindernisse gibt es also auch. Der Nathan wird nämlich jetzt... Huch Gott. Wird natürlich von der KI gesteuert. Das ist ein Ende. Interessante Stage. Wow. Okay, muss jetzt hier erstmal klarkommen. So, mein Freund und Kupferstecher. Ah, spring! Ah, du Depp! Der springt hier so viel rum, der Typ. Das ist echt schon nicht mehr feierlich. Der Hades wartet. Ah, dammit! Kacke! Scheiße, ich bin schon fast tot hier! Das gibt's doch nicht. Ich nehme halt immer solche... Nein! Ah, der mit. Er blockt die Scheiße hier einfach. Der springt hier rum wie nichts Gutes, der Typ. Okay, gegen ihn. Reicht das hier auch anscheinend? Ach, der mit! Diese. Der Hades wartet. Jawohl, na endlich. So, Nathan. Zeig's mir. Wieso lebt er noch? Bonk. Die Würfel kriege ich auch einigermaßen hin. Level 1. Der Hades wartet. Sag mal. Okay, sei nett. Nein! Diese CPU geht mir auf die Nüsse. Ich will gegen echte Gegner spielen, ey. Und vor allem kapier ich nicht. Noch 10 Sekunden. Level 1. Nein. 3. Und 2. 1. Vorbei. Ah, shit. Puh, okay, ich habe gewonnen. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung, wieso. Ach so, weil ich 2 Kills hatte. Und er hatte 2 Tode. Okay, aber er wird dann immer wieder gespawnt. Es wird auf jeden Fall immer die ganze Zeit bleibt. Und er wird immer wieder belebt, aber ich muss immer wieder Kills machen. Okay, jetzt habe ich das Ganze verstanden. Das muss einem doch mal gesagt werden. Und jetzt soll ich gegen 2 weitere KI-Gegner antreten. Na, herzlichen Glückwunsch. Das wird ihr Herz allerliebst. Der Parappa und Toro. Loco Rocco. Also im Moment haben wir gerade immer so die süßen Stages. Ausgerechnet mit Kratos. Fertig. Kämpf.
Gut, ich kann mir natürlich vorstellen, dass es natürlich mehr Spaß macht, wenn man das Ganze hier mit... wenn man das Ganze hier mit richtigen Gegnern sozusagen spielt, also mit menschlichen Gegnern. Huch, ich schwimme. Hilfe. Oh Gott. Sterbt, ihr Mistviecher. Nein, du haust mich nicht. Level 2. Level 1. Falle sterben. So, ihr blöden Säcke. Au. Level 1. Au, that hurt. Level 1. Der Hass macht ja nicht alles, das ich berühre. Komm her, du blödes Mistviech, du dummes. Kann ich hier ein bisschen höher ziehen? Nein. Ihr dummen Dinger. Ah, oh, come on. Rollin', rollin'. Level 1. Der Hass wartet. Boom, Baby. So, Leute, warum tretet ihr eigentlich noch an und wer ist da hinten? Muss ich den auch besiegen, oder? Ist der einfach nur lustig? Nein! Okay, das wird jetzt hier ein bisschen albern. Mist. Komm her, du Mistvieh. Ich will hier raus. Level 1. Level 1. Nein. Der Hades wartet. Boom, Baby. Nein! Das ist doch Albania. Nee, also ich glaube, gegen menschliche Gegner sozusagen macht das Ganze sehr viel mehr Spaß. 3, 2, 1. Juhu! Gott sei Dank. Hätten wir das mal geklärt. Ja, da kannst du so viel weinen, wie du willst. Kill 6. Okay, wir sind kein einziges Mal gestorben. Aber die Dinger sind wirklich nicht schwer. Gut, Freunde, ich glaube... Das reicht fürs Erste. Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass es online wirklich Bock macht, aber ein Vergleich zu zum Beispiel Nintendos Smash Bros. Ist es natürlich noch lange nicht, aber so ein kleiner Prügler für zwischendurch ist ganz nett. Ich klopfe sowieso immer nur völlig unkoordiniert auf irgendwelchen Knöpfen rum und ziehe die Analogsticks in irgendwelche Richtungen. Also richtig koordiniert spiele ich das Ganze eh nicht. Und deswegen, ja, ist ein ganz netter Prügler für zwischendurch. Ich hoffe mal, ihr konntet so einen kleinen Eindruck gewinnen, was euch hier drin so erwartet. Ich werde mich hoffentlich vielleicht mal irgendwie mit Benny vielleicht kloppen, alias Mars Let's Play, mit dem ich auch viele Koop-Sachen zusammen mache. Vielleicht klöppeln wir uns mal gemeinsam auch hier drin. Oder wenn irgendjemand sich meldet... Dann kloppe ich mich auch gerne mal mit ihm. In den Kommentaren oder so könnt ihr ja Bescheid geben. Ich sag dann Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.